Wir wollen zum Abschluss das Bild der heutigen Veranstaltung etwas abrunden mit der Sicht darauf, wie wir glauben, wie Marken zukünftig geführt werden müssen, damit Bindung entsteht und damit auch langfristig die Kunden bei Ihnen bleiben. Wir haben heute relativ viel gehört, auch in der Frage, wie muss man sich Zielgruppen stärker nähern, wie differenziert sind die Zielgruppen eigentlich heute, wie stark müssen Marken sich eigentlich auch auf diese stärkere, komplexere Welt da draußen einstellen und ihre Botschaften differenzieren. Und das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, die Frage, die wir stellen heute, ist noch etwas fundamentaler, nämlich was können die Unternehmen dafür tun, dass ihre Botschaften tatsächlich halt eben auch mit den Leistungen übereinstimmen, also mit der Kompetenz des Unternehmens. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie die Bindungslandschaft da draußen aussieht, also wenn das Ihre Zielgruppe hier ist oder wenn das Ihre Kunden sind, die heute bei Ihnen kaufen, dann ist die Anzahl der roten Kunden die Kunden, die jederzeit wechselbereit sind. Fast 2/3, also über 60% Ihrer Kunden sind jederzeit wechselbereit. Das ist jetzt erstmal eine ziemlich erschreckende Zahl, finde ich, denn wenn ich weiß, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein Kunde mich verlässt, als dass er bleibt, ist das ein alarmierendes Signal und vor allem macht es deutlich, wie gefährdet Unternehmen sind und abstürzen können und wie schnell. Es gibt einige Unternehmen, die das brillant vorgemacht haben. Wir haben jetzt mal 3 rausgegriffen, nur um es ein bisschen plakativ zu machen. Bionade, die Kultlimonade mit dem Fermentierungsprozess als Underdog gestartet, dann im Oetker-Konzern aufgegangen und plötzlich überhaupt nicht mehr mit diesem Mythos versehen, den die Marke lange getragen hat. Die Kunden wenden sich ab, es gibt ganz viele neue Limonadenprodukte am Markt und Bionade stürzt ab. BlackBerry kennen wir alle sehr, sehr lange, sehr erfolgreich im Business-Segment der Mobiltelefone und auch der Smartphones, haben leider den Sprung in die private Welt verpasst, trotz tollen USPs, die sie eigentlich hatten und sind jetzt eigentlich ein Fall zur Abwicklung. Über Nokia will ich gar nicht reden, das ist noch ein dramatischerer Fall. Oder auch in der Mode, Hollister ist ein Beispiel, Abercrombie & Fitch, 2 Marken, die vorletzte Saison noch total angesagt waren, sind plötzlich völlig out und machen sich wirklich Sorgen über ihre Zukunft. Also, wie gesagt, Bindung oder fehlende Bindung ist tatsächlich eine mangelnde oder eine ernsthafte wirtschaftliche Bedrohung für die Unternehmen. Aber was viele Unternehmen dann tun, wenn sie merken, es geht uns an Kragen, sie versuchen, die Menschen zu halten. Und dann würde natürlich jeder auch versuchen, irgendwie erstmal zu gucken, Mechanismen zu finden, wie kann ich die Kunden eigentlich halten. Und sie bauen in ihre Verträge, in ihre Bindungen mit den Kunden Hürden ein. Sie machen den Ausstieg schwieriger, sie setzen eigentlich künstliche Barrieren, damit die Kunden gehen oder damit die Kunden nicht gehen vielmehr. Das heißt, sie legen ihrem Kunden eigentlich eine Fußfessel an und sagen, du kannst eigentlich gar nicht. Wenn du dich für mich entscheidest, dann bist du erstmal auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das ist eine Strategie, die nicht funktioniert und die, denn Bindung besteht letztendlich aus Freiwilligkeit. Ich meine, Sie kennen das aus der Paarbeziehung mit Sicherheit sehr gut, wenn Sie Ihrem Partner den Hausschlüssel wegnehmen, ihn einsperren, wenn Sie sein Handy kontrollieren, wenn Sie anfangen, ihm das Gefühl zu geben, er ist nicht mehr frei und er kann über seine Situation nicht mehr selbst entscheiden, dann wird das vermutlich dahin führen, dass er sich irgendwann von Ihnen trennt. Spätestens dann, wenn Sie irgendwie vergessen haben, die Haustür abzuschließen. Also heißt, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, die dazu führt, dass Bindung nur funktioniert, wenn sie freiwillig ist und wenn jeder Mensch und auch jeder Kunde sich immer wieder neu entscheiden kann, will ich bei dieser Marke bleiben, will ich mit dieser Marke in die Zukunft gehen oder nicht. Es gibt ein paar Marken in Industrien, die sind besonders gut im Halten von Kunden durch Knebelverträge, durch Abhängigkeiten, künstliche Abhängigkeiten, die sie bauen. Und das ist mal eine Skala, wie Kunden sich abhängig fühlen, beziehungsweise wie frei sie sich fühlen in den unterschiedlichen Branchen. Und wenn man mal sieht, Energie, Bank, Finanzdienstleister, wir haben eine relativ hohe Abhängigkeit, gefühlte Abhängigkeit. Die Kunden
fühlen sich nicht frei in der Entscheidung, welchen dieser Anbieter sie wählen, beziehungsweise ob sie auch jederzeit wechseln können. Das ist im Onlinehandel zum Beispiel schon ganz anders. Da gibt es eine relativ hohe gefühlte Freiheit. Das heißt, wir müssen aufpassen und gucken, wie können wir auch diese Branchen, Telekom hat es vorgemacht, in den USA allerdings nur, nicht in Deutschland, die haben im Prinzip die komplette Vertragsbindung aufgehoben und haben den Leuten erlaubt, von heute auf morgen aus den Verträgen rauszugehen. Ein Riesenerfolg in den USA, das war quasi so die Wiedergeburt von T-Mobile, auch ein Riesen-Eklat, weil sie natürlich mit einer branchenüblichen Verfahren gebrochen haben und in der Kategorie eine wirkliche neuen Trend gesetzt haben. Aber man sieht, in der Tendenz gehen die Unternehmen dahin, diese Fußangeln den Kunden abzunehmen. Wir haben uns jetzt mal angeguckt, welche Marken schaffen eigentlich starke Bindung? Also wo findet Bindung immer wieder freiwillig statt und wo können sich Marken einfach aus einer natürlichen Art und ohne künstliche Zwänge trotzdem ihre Kunden bewahren? Wir haben hier mal 4 Marken exemplarisch gewählt. Über Starbucks wurde heute schon relativ viel gesprochen. Ist auch jetzt nicht unser Beispiel, auf das wir jetzt konkreter eingehen, weil ich glaube, war auch heute schon relativ klar, was Starbucks richtig macht. Lind, Audi und DM sind auch Marken, die eine sehr hohe Kundenloyalität haben. Was haben diese Marken nun gemeinsam? Also woran macht es sich eigentlich fest, dass die Kunden sehr, sehr stark zu diesen Marken eine Beziehung aufbauen und diese auch halten? Ich denke, ein wichtiges erstes Kriterium ist, sie haben ein sehr relevantes und auch sehr glaubwürdiges Versprechen, ein einzigartiges Versprechen, was sie ihren Kunden geben. Auch darüber wurde vorhin schon gesprochen. Wie kann ich eine Purpose formulieren, die dem Kunden sehr, sehr deutlich macht, was ist eigentlich meine Ambition und warum gibt es mich, warum bin ich da? Starbucks sagt seinen Kunden, wir sind der Third Place. Wir sind der Ort jenseits von deinem Zuhause und deiner Arbeit, wo du dich aufhalten magst, wo die Aufenthaltsqualität groß ist, wo du mit Freunden sitzen kannst, wo du aber auch arbeiten kannst. Also eine relativ freie Form auch des Aufenthaltsrechts in diesen Räumen. Ich kann nicht nur was kaufen, sondern ich kann mich da auch aufhalten. Niemand fragt mich, wenn ich da 2 Stunden sitze, ob ich noch was essen oder trinken will. Also hier ist ganz klar die Rolle, sie wollen einen dritten Platz kreieren, einen dritten Ort, an dem sich die Menschen wohlfühlen. Lind als der Maître Chocolatier, als Schweiz, als das Land der Schokoladenkunst, sehr, sehr stark in der Kategorie gelernt und führen durch die Qualität ihrer Produkte immer wieder diese Schokolatierkunst vor. Audi verspricht Vorsprung durch Technik, ihnen auch hinlänglich bekannt, und DM hat die Mitmenschlichkeit zum Kern seiner Marke gemacht. Mitmenschliches Handeln. Wenn man sich mal anguckt, was sie eigentlich tun, sie haben natürlich eine Unternehmerpersönlichkeit, der das auch sehr, sehr stark verkörpert und der das über die letzten 40, 50 Jahre geprägt hat. Das hilft manchmal. Es ist besser, gerade in der Konsistenz und Durchgängigkeit, als wenn man alle 4 Jahre ein wechselndes Management hat. Aber hier wurde der Kern der Marke, hier wurde der Purpose in allen Bereichen des Unternehmens maximal umgesetzt. Und zwar nicht nur im Versprechen nach draußen, in der Kommunikation, von dem, was wir heute sehr, sehr viel gehört haben, sondern vor allem nach innen. Die Produkte spiegeln heute die Mitmenschlichkeit und auch das Verantwortungsbewusstsein der Marke wider. Die Servicebereitschaft der Mitarbeiter, das Gefühl, wenn ich den Laden betrete, wie gehen die Mitarbeiter auf mich zu? Die Atmosphäre, die Raumatmosphäre, die Helligkeit, die Freundlichkeit, die Mitmenschlichkeit, die ich im Laden erlebe, die Aktionen, also Recyclingprodukte, Verantwortung für die Umwelt, ganz groß geschrieben, Baby-Wickelstation, Eltern-Kind-Begleitung, das sind auch Programme, die sie aufsetzen, bis hin zu Helferherzen, wo sie sehr, sehr starkes soziales Engagement zeigen. All die Maßnahmen zahlen sehr, sehr gezielt auf den Markenkern der Mitmenschlichkeit ein. Das Wir steht im Vordergrund. Auch das ist eine sehr inklusive Marke, eine Marke, die aus dem Herzen der Gesellschaft kommt und die das jeden Tag wieder aufs Neue glaubhaft einlöst. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn es offensichtlich so wichtig ist, dass das Produkt, also die Leistung und das Versprechen eine Einheit bilden,
dann könnte man ja sagen, die erfolgreiche Marken, die erfolgreich binden, haben offensichtlich ein gutes Verständnis dafür, wie Leistung und Versprechen aufeinander passen. Also Marken bauen starke Bindungen auf, wenn Versprechen und Leistung eine Einheit bilden. Das ist so mal die Grundthese, mit der wir jetzt quasi auch in unsere Markendenke reingehen wollen. Wir haben heute sehr, sehr viel über Versprechen gesprochen. Wir glauben, dass die Leistung des Unternehmens eine ganz wesentliche ist. Hans-Christian hat es vorhin auch im Falle von Telekom ganz plakativ dargestellt, wie das Versprechen Life is for Sharing halt auch im Unternehmen immer stärker zur Triebfeder für neue Produkte, für Initiativen, für Handlungsweisen der Mitarbeiter genutzt wird und auch getrieben wird. Und dass sich Mitarbeiter auch damit identifizieren müssen, wenn sie dem Unternehmen beitreten, ansonsten halt wirklich keine guten Ambassadors und keine guten Botschafter für das Unternehmen sind. Wir erleben halt, dass diese Marken, denen das gelingt, dass die sehr, sehr stark Bindungen zu ihren Kunden aufbauen. Diese Einheit von Versprechen und Leistung ist also nicht unbedingt selbstverständlich. Wir sehen das hier auch am Beispiel von dieser sehr einfachen Skala. Bei sehr, sehr vielen Unternehmen wird die wahrgenommene Leistung und das Versprechen als große Diskrepanz erlebt. Also das Gap zwischen dem, was versprochen wird und dem, was die Leute dann tatsächlich im Erleben der Marke widerspiegeln, ist fatal. Zwei Beispiele sind die Deutsche Bahn und Obi, die beide ihr Versprechen nicht einlösen und in den Rankings ganz unten landen. Das heißt, offensichtlich führt auch das zu massiven Bindungsschwund und Problemen, mit denen diese Marken zu kämpfen haben. Ich würde gerne mal jetzt auf das Thema eingehen. Nicht nur die Kunden haben die Anforderung, sich in Leistungen und Versprechen zu denken, wenn sie über Marke denken, sondern auch die Agenturen. Und jetzt kommen wir mal zu der Welt, über die auch schon viel gesprochen wurde, nämlich wie müssen Agenturen eigentlich heute zusammenarbeiten, damit sie die Marke auch gemeinsam und einheitlich führen können. Es gibt Unternehmen oder Agenturen, Beratungsunternehmen, die kümmern sich sehr, sehr stark um das Versprechen. Dazu würde ich mal alle Werbe- und Kommunikationsagenturen führen, die nicht so viel am Produkt arbeiten, aber sehr, sehr viel an der Frage, wie erscheint das Unternehmen eigentlich nach außen, welche Kommunikation macht es. Das sind vorwiegend die Unternehmen, die an der Marke arbeiten. Es gibt aber auch die Ebene der Unternehmung selbst. Jetzt können Sie sagen, naja, da muss sich der Kunde drum kümmern. Tut er auch, manchmal auch mit Hilfe von Unternehmensberatungen, also mit Hilfe von anderen Beratungsunternehmen, die wieder sehr, sehr stark auf die Leistung schauen. Die gucken nach Wirtschaftlichkeit, nach Organisation, nach Prozessen, nach Personal, nach Portfolioanalysen, machen Bereinigungen, denken über neue Geschäftsfelder nach. Oftmals matcht das aber nicht mit dem, was am Ende als Versprechen steht. Oder es wird einfach nicht gemacht. Sie glauben gar nicht, wie viele Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir brauchen eine neue Marke. Und dann sagen wir, ja, okay, was hat sich in eurem Unternehmen verändert? Warum braucht ihr eine neue Marke? Ja, gar nichts, aber wir müssen die mal auffrischen und es muss mal irgendwie einfach ein bisschen netter aussehen. Oder wir brauchen eine neue Purpose oder so. Ja, also die Bindung zu dem, was die Leistung des Unternehmens eigentlich ist, ist gar nicht da. Es ist komplett entkoppelt. Und diese Entkopplung, die findet ich würde sagen, fast in der Mehrzahl der Unternehmen statt, oft angesprochen auf die Frage, was denken Sie denn, wie entwickeln wir denn das Unternehmen auch bezogen auf die Leistung, sodass dass das Gap zwischen Versprechen und Leistung nicht ein riesiges wird. Da wird oft mit der Frage, da ehrlich gesagt, da haben wir keinen Einflussbereich, das sind andere Prozesse, das sind andere Zuständigkeiten, da können wir nichts dran machen. Und im Grunde dürfen wir solche Mandate gar nicht annehmen, weil wir wissen, dass sie scheitern müssen oder wir wissen, dass das Gap zwischen Versprechen und Leistung erheblich sein wird und damit die Marke auch nicht strahlen kann. Das heißt, wenn wir diese Projekte machen, dann fragen wir die Kunden immer, wie bringt ihr Leistung und Versprechen eigentlich übereinander? Also was kann man auch in dem Unternehmen, am Produkt, am Service, an der Frage, wie leben die Mitarbeiter eigentlich die Marke, wie können wir daran auch arbeiten parallel? Wie können wir quasi auch einen Change-Prozess von innen heraus initiieren, der letztendlich das Versprechen auch glaubwürdig macht?
Wir wissen, dass das ein dickes Brett ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir gehen jetzt in ein Unternehmen rein und dann ändern wir die mal alle von Grund auf, von innen und so. Sondern das ist oft so, dass man tatsächlich anfängt, erstmal einen Purpose zu bauen, also eine Marke zu strukturieren auf einer strategischen Ebene und dann mit dem Kunden ins Gespräch kommt über die Frage, okay, was heißt denn das jetzt konkret, auch für deine Leistung? Wie können wir auch daran arbeiten? Wie können wir daran arbeiten, dass die Qualität und dass das Produkt auch steigt, entsprechend der Kommunikation, die wir darauf aufsetzen wollen. Und wir glauben, dass dafür, weil die Welt halt eben heute so komplex ist, weil es so viele Beratungsunternehmen gibt, die letztendlich an den Themen arbeiten, dass es drei wesentliche Faktoren gibt, auf die man achten muss, damit das auch gelingt. Das ist einmal, eine relevante strategische Basis zu bauen, also einen Purpose zu definieren und entsprechende Parameter, strategische Parameter, Zielgruppendefinitionen, Beliefs, Experiences, die Menschen brauchen, um eine Orientierung zu haben. Eine Unternehmenskultur zu fördern, die das Dynamische und Kollaborative fördert, also eben raus aus den Silos, die eher versucht, die unterschiedlichen Unternehmensteile, die letztendlich markenprägend sind, auch zusammenzubringen. Und zwar nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch außerhalb der Beratung, also die Agenturen auch an einen Tisch zu bringen und eine physische und auch technische Infrastruktur zu bauen, um alle Informationen, also alle Assets, die ich brauche, um eine Marke zu führen, auch parat zu haben. Und zwar egal wo in der Welt, überall an einem Ort, sodass jeder, der an der Marke arbeitet, darauf zugreifen kann. Diese drei Faktoren sind extrem wichtig. Und das Markenmodell, sagen wir mal, mit dem wir arbeiten, mit dem wir heute die Definition machen, ist die Brand Leadership Plattform, die im Prinzip die DNA, die Grundlage legt für die Stabilisierung, für die strategische Ausrichtung der Marke. Sie bildet nicht nur eben die Basis für die Kommunikation durch den Purpose und die Beliefs, sondern es beschreibt auch die Kompetenzen. Also die Kompetenzen, die ein Unternehmen erbringen muss, um dieses Versprechen einzulösen. Also wir setzen uns tatsächlich auch mit der Leistung des Unternehmens auseinander und definieren die ganz klar. Das heißt aber auch, da entsteht ein Anspruch draus, wenn ich die Kompetenzen dahin schreibe, dann muss ich diese Kompetenzen halt letztendlich auch einlösen. Das Zweite ist, und das ist vielleicht mit der schwierigste Punkt bei der ganzen Geschichte, weil wir auf Organisationsstrukturen stoßen und auf Verhaltensweisen, die sehr gelernt sind in unserer Industrie. Eine Abteilung arbeitet mit einer Agentur. Die nächste Abteilung arbeitet mit der nächsten Agentur. Die nächste Agentur hat keine Agentur, machen alles in-house. Der vierte Bereich arbeitet wieder mit einer neuen Agentur. Wir haben also Fragmentierung von Verantwortung im Unternehmen und in den Agenturen auf allen Seiten. Und das führt dazu, dass die Unternehmen eigentlich vier verschiedene Dinge tun, in vier verschiedene Richtungen arbeiten. Wir erleben nicht, dass das wirklich orchestriert ist. Was wir gelernt haben in den Prozessen, die wir mit einigen Kunden jetzt durchlaufen haben, durch das Zusammenbringen der Kräfte entsteht ein Gefühl dafür, auch ein gemeinsames Gefühl, wie man eine Marke zusammenführen kann. Keine Agentur heute ist mehr in der Lage, eine Marke alleine zu führen. Dafür haben wir selber gehört vorhin, es gibt so komplexe Strukturen da draußen und auch so große Voraussetzungen hinsichtlich unserer Zielgruppen und Bindungskulturen, die sich da ausprägen, XYZ-Generation und die We-Identities und all die Dinge, die wir heute gehört haben, dass man die Agenturen, die darauf spezialisiert sind, auch mit am Tisch haben muss. Also man muss mit denen arbeiten. Und dieses Gequatsche von der Lead-Agentur, dass es eine Lead-Agentur gibt, die das alles überschaut und das alles irgendwie zusammenbringt und am Ende orchestriert, ist totaler Blödsinn. Das sind Geschichten, die wurden in den 90ern erzählt, die haben sich auch noch wacker gehalten zwischen 2000 und 2010. Wir glauben, es gibt keine Lead-Agentur. Wir glauben, dass die Führungskompetenz der Marke bei Ihnen, beim Kunden liegen muss und dass wir eine Infrastruktur oder dass wir sie eigentlich mit der Infrastruktur, die wir da rumbauen, befähigen und stärken müssen, diese Rolle als markenführende Instanz auch auszuüben. Das ist entscheidend und durch diese Kollaboration, die entsteht in der Zusammenarbeit, entsteht letztendlich auch Verständnis. Also wenn ich dem André zuhöre, eine halbe Stunde habe ich mehr gelernt, als manchmal, wenn ich drei oder vier Wochen hier arbeite, weil ich das Gefühl habe, ich treffe diese Leute nicht. Ja, ich weiß, also ich treffe dich schon mal so vielleicht und rede mit dir, aber ich treffe die nicht beim Kunden.
Die sitzen in einem anderen Bereich, mit anderen Ansprechpartnern und machen ihren Kram. Und wir machen unseren Kram. Und am Ende müssen Sie das dann irgendwie zusammenstöpseln und gucken, das zu harmonisieren. Warum sitzen wir nicht zusammen am Tisch und diskutieren und erarbeiten die Dinge gemeinsam? Also ich meine nicht ein Steering Committee. Das, wovon wir reden, ist kein Steering Committee. Das ist wirklich, wirklich Arbeiten zusammen. Also wir plädieren für richtige Räume, Newsrooms, also physische Orte, an denen gemeinsam gearbeitet wird. Wir glauben, dass das die Zukunft ist, dass darin auch die Komplexität der Thematik besser geknackt werden kann. So, und im Grunde ist das der dritte Punkt schon, den ich vorweggenommen habe. Also Sie brauchen eine physische Infrastruktur, wo das stattfinden kann, wo die Zusammenarbeit stattfinden kann. Die Absicht ist ja schon mal schön, aber Sie müssen einen Ort schaffen, einen Ort, an dem die Informationen verfügbar sind. Das funktioniert über ein Brand-Management-System, über eine Plattform, wo ich die Informationen verfügbar mache. Und es müssen die wesentlichen Personen müssen an einem Tisch sitzen und gemeinsam an den Dingen arbeiten. Und solche Brand-Newsrooms oder Brand-Rooms gibt es schon in unterschiedlichen Unternehmen mittlerweile. Ja, das ist gar nicht mehr so absurd von der Vorstellung her. Aber es ist leider immer noch die Ausnahme. Und es sind natürlich auch organisationsstrukturelle Konsequenzen, die das dann hat, dass sich die Leute plötzlich zusammensetzen und gemeinsam an Dingen arbeiten. Ich möchte gar nicht über die Budgetverteilung für die Agenturen dann sprechen. Das ist sicherlich nicht einfach, aber das ist lösbar. Also, am Ende der Erfolg sind diese Markenräume, die geschaffen werden müssen, und das Brand-Management-System, was am Ende die Infrastruktur zur Verfügung stellt, die Bühne des Arbeitens sind für die Agenturen und für die Kunden. Das heißt, am Ende für die Arbeit an der Marke ist die Expertise von vielen Agenturen notwendig. Wir als Agentur können auch unseren Anteil dazu beitragen. Wir werden aber das Problem nicht alleine lösen. Klar sind wir stark im Aufbau von strategischen Gerüsten für Marken. Natürlich können wir eine Grundlage schaffen, eine gestalterische Grundlage für Marken, auf der Basis dann andere Agenturen auch Kampagnen machen können, Social Media machen können, Markenräume bauen können, digitales Geschäft machen können. Aber wichtig ist, dass die das nicht machen, ein Handbuch von uns in die Hand kriegen oder ein BMS und dann sich Richtlinien raussuchen und danach gestalten, sondern es ist wichtig, dass die verstehen, sagen, was ist eigentlich die initiale Idee gewesen, warum haben wir das gemacht, und dass die Systeme so offen sind, dass es für die Partner halt auch möglich ist, einen kreativen Spielraum zu haben und größere Leitplanken, als man das früher gewohnt war. Und ich hatte als letztes Beispiel, mir nochmal Audi rausgesucht, weil das ist ein Kunde, für den arbeiten wir seit 20 Jahren. Und für den arbeiten wir seit 20 Jahren eigentlich nicht nur an der Marke, also an der Marke im Sinne von einem Versprechen, sondern an der Marke auch im Sinne einer Mission, einer internen Mission, die sich über die Produkte, über die Leistungen, über das Verhalten der Mitarbeiter bis hin, also das da oben, was Sie da sehen, da haben wir Leistungsspinnen, Kategorien, also Leistungswerte für Fahrzeuge abgelehnt. Haben gesagt, wenn die Marke sportlich, progressiv und was war der dritte Wert jetzt, weiß ich gerade nicht, sportlich, wenn diese Werte, sagen wir mal, die treibenden Werte von Audi sind, hochwertig, so, dann müssen die Fahrzeuge in bestimmten Kategorien halt eben auch Ausstattungsdetails vorweisen, die im Markt führend sind, die Nummer 2 oder Nummer 3 sind. Also sie müssen sich quasi im Wettbewerbsumfeld an ihren eigenen Werten messen lassen. So konkret sind wir reingegangen, bis hin zu Implementierungsworkshops, Handbücher für die Bereiche, um letztendlich auch zu erklären, wie setzt sich die Marke auf deinen bestimmten Verantwortungsbereich um und was für Handlungsempfehlungen geben wir dir, um deinen Job besser zu machen. Bis hin natürlich zu dem ganzen Thema des Erscheinungsbildes und der Marke an allen Berührungspunkten und allen Touchpoints, die täglich hinterfragt, überlegt werden müssen, neu angefasst werden müssen und wo wir einfach nicht aufhören dürfen, die Marke immer wieder neu zu bestätigen und die Erfahrung mit der Marke immer wieder zu bedienen. Wenn uns das gelingt, im besten Sinne von dem, was wir heute als Motto für den heutigen Tag ausgewählt haben, nämlich Stay Hello, dann werden die Kunden bei uns bleiben, dann werden wir Bindung schaffen und dann werden wir langfristig zu den Marken gehören, die die höchste Loyalität im Markt haben. Vielen Dank.